Zur Ermittlung einer Bindematrix wurde dieses Raster-Elektronenmikroskop genutzt, das in Hörgrenzhausen, einer Außenstelle der Hochschule Koblenz, steht. Studenten wie Jasper Nese können dieses millionenschwere Gerät nutzen. Es ist eines von nur vieren in Europa, die Aufnahmen bis zu 1-millionenfacher Vergrößerung ermöglichen. Verantwortlich ist Professor Dr. Olaf Krause, der mit dem 24-Jährigen aus Bendorf einen Studenten betreute, der diese Möglichkeiten nutzte, um eine Hybridbindung zu entwickeln. Physikalische, chemische und mineralogische Eigenschaften eines zementfreien Bindemittels für die feuerfeste Industrie konnte Jasper Nese analysieren. Es entstand eine herausragende Bachelorarbeit. Weil wir hier auch über den gesamten Produktionsprozess zunächst einmal erkennen konnten, dass da unheimlich viele eigenständige Ideen entwickelt wurden, Konzepte umgesetzt wurden und zu guter Letzt eine in sich schlüssige Arbeit herausgekommen ist, die auch für den Unternehmer, für die Arbeit letztendlich durchgeführt wurde, auch gewinnbringend ist. Für Refratechnik Stihl aus Düsseldorf mit einem Produktionsstandort in Bendorf. Bertram Kesselheim und Steffen Rollmann leiten hier die Forschung und Entwicklung und staunten nicht schlecht über den ehemaligen Praktikanten und seine hybridtechnologische Innovation, die er mit den vor Ort vorhandenen Möglichkeiten erarbeitete. Dazu gehört der Schmelzaufschluss, die Probenvorbereitung für die chemische Analyse im Labor. Es geht um Hochtemperatureigenschaften. Die Röntgenfluoreszenzanalyse bestimmt die chemische Zusammensetzung der Probe. Ziel war es, zementgebundene und zementfreie Sol-Gel-Bindungen ersetzen zu können. Ins Eingemachte geht es bei der Temperaturwechselbeständigkeitsprüfung mit einem Abschreckversuch und schnellem Temperaturwechsel von 950 auf 10 Grad. Die Ermittlung von Kaltdruck und Kaltbiegefestigkeit ein vierter Testschritt. Am Ende steht eine Hybridmischung, die es noch nicht gab. Ein Knaller. Also klar, die Note, der Abschluss, sehr schön und gut, aber wenn man da wirklich dann das Feedback auch von den Außendiensten bekommt, das wird verkauft, das funktioniert, macht einen natürlich schon stolz bei der eigenen Entwicklung. Jasper Nese schreibt hier auch seine Masterarbeit, während seine Hybridbindung bereits erfolgreich verkauft wird.